Vorsicht, die Bassen kenne ich. Die wirken sympathisch, sind aber nicht ohne. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom Kinocast. Mit mir im Studio ist die Kate. Hallo. Hallo. Ja, ich bin der Erik. Hallo auch von meiner Seite. Kate tippt im Hintergrund schon ganz fleißig. Entschuldigung. Ja. Wir haben wieder jede Menge Filme für euch mitgebracht. Ich habe sogar noch einen Oscar. Ja, der hat er sogar gewonnen. Weiß gar nicht. Nee, hat nicht gewonnen. Oder? Doch. Weiß nicht. Werde ich nachher rausfinden. Und eine Sneak mitgebracht und mal gucken, was wir noch so haben. Ich fange gleich mal an. In der Sneak Preview hatten wir vergangene Woche den Film Die Pariserin, Auftrag Baskenland. Der Originaltitel ist irgendwie Mission Pays Basque. Ja. Ich habe mich auf den Film sehr gefreut, weil ich ja häufiger mal dort in der Gegend, speziell sogar in dieser Stadt, die im Film gezeigt wird, schon mehrfach im Urlaub war. Und da auch persönliche Verbindungen hinhabe, familiärerseits. Und ich habe mich da sehr auf den Film gefreut. Ich hatte schon geplant gehabt, da mit meiner Frau reinzugehen, wenn der kommt. Wenn der dann regulär anläuft im Kino. Jetzt hatte ich den natürlich schon in der Sneak Preview und habe mir gedacht, okay, dann werde ich den mal vorsichten. Um dann vielleicht, wenn wir dann reingehen, kann ich ja dann schon sagen, ja, der ist gut oder ja, vielleicht auch warten, bis es dann auf im Heimkino erscheint. Bei dem Film haben irgendwie so, bis auf die Elodie Fontan, heißt die Schauspielerin, hat eigentlich kaum jemand mitgebracht, den man aus den üblichen französischen Komödien der letzten Jahre und Monate und Jahre dabei war. Wir hatten ja mal eine Zeit lang sehr viele französische Filme in der Sneak Preview. Aber die Elodie Fontan, die hat, glaube ich, in diesem einen Film mit dieser GoPro-Kamera, die sie irgendwie verloren haben, in dieser französischen Komödie, da hat die, glaube ich, mitgespielt. Und hier ist es so, sie spielt eine relativ erfolgreiche, was machen die? Die arbeiten bei so einer Immobiliengesellschaft, die aber wiederum die Immobilien für eine große Supermarktkette kauft und da hauptsächlich quasi so Läden in guten Lagen übernimmt. Die gehen dann halt hin und machen denen ein Angebot, was sie nicht ablehnen können. Und dann wird halt der Laden, der meistens so Innenstadtlage hat, der wird halt dann verkauft an diese große Kette. Und die machen dann ihr typisches Geschäft dort rein. Und ja, dadurch, dass es halt eine gute Lage hat, ist das eigentlich ein sicheres Geschäft. Und sie wird eines Tages mal ins Baskenland geschickt, nach Bayonne, genauer gesagt. Das ist nämlich die Stadt, wo ich auch öfters mal bin. Und ja, man sieht für ungefähr, weiß nicht, 2 Minuten oder 1 Minute von dem Film sieht man mal Bayonne, was ich ein bisschen schade finde. Denn die Filmbeschreibung, die hat da deutlich mehr Lust darauf gemacht, dass man viel mehr Anteile von der Stadt sieht, aber da sieht man nicht so viel. Also sie kauft dann einem Herren seinen Supermarkt oder sein kleines Geschäft ab am Rande von Bayonne und lässt da auch noch ein bisschen Handgeld für ihn da, damit mit ihm die Entscheidung leichter fällt. Und es stellt sich dann aber im Nachhinein raus, als sie wieder zurück ist in Paris, dass der gar nicht hätte unterschreiben dürfen, weil der ist für nicht zurechnungsfähig erklärt worden, sein Neffe oder sein Enkel oder sowas, sein Enkel, glaube ich, der darf für ihn nur solche geschäftlichen Sachen unterschreiben. Und sie muss dann halt nochmal hin und soll das halt mit dem Enkel oder Neffen, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, mit dem soll sie das dann ausmachen. Und dieser lebt aber ganz traditionell im Baskenland, wirklich so im Hinterland. Also leider nicht in Bayonne, sondern wirklich im richtigen Baskenland, so sehr ländlich. Und dann wird der Film sehr, sehr folkloristisch, weil sie trifft dann natürlich auf diese typisch baskische Kultur. Und da sind Sachen dabei gewesen. Also ich war jetzt nur wirklich schon oft dort, ne? Und alle Sachen, die habe ich auch noch nie gesehen. Also da haben sie wirklich ganz, ganz tief in der Trickkiste gekramt und irgendwelche dubiosen Gesangswettbewerbe, wo irgendjemand so einen Ruf eines Schäfers nachmacht und so. Also ganz, ganz seltsame Dinger.
Und was halt wirklich auch so Fremdschämen ist und so dann. Und ja, und dieser Typ, dieser Enkel, der ist natürlich sehr widerspenstig am Anfang und irgendwie, man kann das schon am Anfang ein bisschen ahnen, dass die beiden sich doch ineinander vergucken. Problem ist nur, dass sie auch in Paris einen Verlobten hat, mit dem sie dann auch bald mal heiraten will. Und so entstehen dann natürlich diese ganzen Verwirrungen da. Ja, viel mehr will ich da mal nicht dazu sagen. Vielleicht hat das noch jemand, mal in der Sneak Preview. Nicht, dass ich da noch irgendwas vorwegnehme. Wie gesagt, was ich sehr schade fand, dass man zu wenig sieht von Bayonne, weil das eine wunderbare Stadt ist. Echt toll. Man sieht mal was von Fête de Bayonne. Das ist aber nur an so zwei, drei Tagen im August meistens, wo die ganze Stadt ein Riesenfeier ist und überall so Konzerte und sowas. Das sieht man mal kurz und dann von der Stadt selbst relativ wenig und da dieses Ländliche, das wirkt doch sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen. Schon ganz schön schwierig. Es ist auch, manchmal ist es ganz charmant, aber vielfach ist es einfach nur so, naja. Und dann kommen natürlich auch noch solche Sachen wie die ETA mit rein, also diese baskische Separatistenorganisation, die dann irgendwie mit Waffen und sowas und ach, da haben sie irgendwie alles da reingepackt in das Thema Baskenland, was nur irgendwie geht und sie hätten da wirklich einen weitaus runderen Film machen können, haben sich aber dann doch entschieden, ein paar Abzweigungen zu nehmen, die ich nicht so gut finde und die dem Film auch nicht ganz so gut tun, finde ich. Ja, also insgesamt, ich habe dann natürlich zu Hause davon erzählt, habe ich gesagt, ja, ich habe den jetzt gehabt. Wenn der richtig gut gewesen wäre, dann wäre ich auch gerne nochmal mitgekommen. Aber ich glaube, da werden wir jetzt warten, bis der dann mal im Heimkino erscheint. Für jemand, der jetzt gar keine Verbindung überhaupt in die Region oder irgendwas hat, ich weiß nicht, da ist der Film zu beliebig, zu austauschbar. Also da braucht man den eigentlich fast nicht gucken. Ist jetzt nicht irgendwie besonders furchtbar oder irgendwas oder ganz schlimm. Es ist halt so ein durchschnittlicher Film. Ja, und da ist halt die Frage, ob man da das Geld ausgibt und das im Kino guckt oder wartet, bis der dann irgendwie mal auf DVD oder im Streaming-Service drin ist. Ich würde zu letzterem raten. Ja. Es klingt jetzt auch nicht, dass du so begeistert warst. Also irgendwie. Nee, es ist halt so ein durchschnittlicher Film. Das ist immer, wir hatten letztens schon mal das Thema, nichts ist schlimmer als irgend so ein durchschnittlicher Film, der jetzt nicht besonders nach oben oder nach unten raus. Da hast du einfach nichts zu sagen. Ich kann jetzt nicht besonders drüber herziehen, was alles so furchtbar war. So viel war es nicht und so viel Gutes war da auch nicht drin. Wie gesagt, dieser eine männliche Darsteller, der war irgendwie ganz cool und der hatte noch so einen Typen, der da mit dabei war. Ach ja, genau. Ach, habe ich ganz vergessen. Genau, sie muss. Wer ist das eigentlich? Da ist irgendwie noch jemand mit dabei, den hat sie mitgenommen aus Paris. Der kommt irgendwie aus der Familie von ihrem Mann, also der ist irgendwie sehr reich, die Familie. Und da gibt es irgendwie so einen Typen, der irgendwie noch nichts zustande gebracht hat, irgendwas. Und den soll sie jetzt mal mitnehmen. Den soll sie mal mitnehmen und dass der mal ein bisschen was lernt, wie das hier so geschäftlich geht. Und der ist dann halt auch mit dabei und den erwischt es natürlich dann voll, der verliebt sich dann auch dort und so. Ja, das ist aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Weder Fisch noch Fleisch. Also, ja, und diese Tradition da, wo du gesagt hast, diese Wettbewerbe und so, das ist einfach eine Erfindung oder ist das tatsächlich im Baskenland so? Also wie gesagt, das, was die da gezeigt haben, also mit diesem komischen Gesangswettbewerb, also wo dann immer nur so einen ganz spitzen Schrei, so ein Geschrei da und wer es am längsten kann und am schönsten oder so. Das habe ich doch noch nie gesehen. Also was das Baskenland verbinde ich eher damit zum Beispiel wie Pilota das Spiel. Also das ist quasi so eine, da hast du quasi wie so eine Schaufel an der Hand, wo das dann so, weißt du, wo dann so ein Ball so geworfen wird. Hast du vielleicht schon mal gesehen. Ja. Ja, sowas zum Beispiel oder bestimmtes Essen und so. Also da kommt es teilweise mal so ein bisschen am Rande, aber das, was eigentlich so dieses Baskenland ausmacht, die Menschen, die dort leben, die auch total gastfreundlich sind und irgendwie so ein ganz eigener Menschenschlag sind. Ich habe das bis jetzt
auf meinen Reisen, die ich so gemacht habe, bis jetzt nur einmal noch woanders so kennengelernt. Es war nämlich in Key West. In Key West ist auch so ein ganz eigener Menschenschlag, der dort wohnt. Das sind ja irgendwelche Nachkommen von irgendwelchen Piraten, die sich da damals auf Key West niedergelassen haben, und die fühlen sich halt immer noch völlig unabhängig. Also da kann das Festland USA, die können machen, was sie wollen, die machen ihr eigenes Ding, und die haben sich ja auch mal für unabhängig erklärt und sowas selber. Und so ungefähr ist das halt auch. Die fühlen sich halt nicht wie Franzosen, die fühlen sich halt wie Basken und leben das auch sehr stark aus, wissen aber, dass sie trotzdem sehr viel davon haben, dass sie zu Frankreich gehören, also speziell jetzt im französischen Baskenland. Im spanischen Teil ist es da noch ein bisschen anders. Aber ja, da ist halt ein ganz eigener Menschenschlag, der jetzt nicht so viel mit Paris und mit der Regierung zu tun haben will. Die machen halt ihr eigenes Ding. Und wer da reinkommt und wer da Interesse zeigt an denen ihre Kultur, den nehmen sie auch sehr, sehr freundlich und sehr herzlich auf. Und das kommt im Film jetzt nicht ganz so rüber. Aber ich kann es jedem mal empfehlen, sowieso mal in die Region zu fahren. Ja, das kann ich sowieso. Also Bayonne, sehr sehenswert. Schöne Brücken und ja, leckeres Essen. Und in Bayonne wurden damals die Bajonette erfunden. Bayonne hat eine sehr traditionelle Messerindustrie. Ja, also wer da mal sich ein schönes Küchenmesser holen will, der kann sich dort eins schmieden lassen. Richtig gutes Ding. Nehmen selbst irgendwelche Starköche dann irgendwelche Messer von dort. In der Nähe ist Biarritz. Ist ja eine der interessantesten Urlaubsstätten auch. Da sind viele Kaiser und Könige dahin gefahren. Und im spanischen Teil San Sebastian oder Bilbao kennt man ja auch. Oder ja, wunderschöne Ecke da, direkt am Atlantik. Schön warm ist es. Bloß weit weg von hier. Aber man kann auch entweder günstig fliegen, also ab Stuttgart mit Air France, beziehungsweise mit der Billiglinie von Air France mit Hop. Einmal ein Hop von Stuttgart nach Paris und ein Hop von Stuttgart von Paris nach Biarritz oder mit dem TGV. Geht auch super. Das Marazzi-Fatti da. Ja. Aber von mir 6 Punkte für Mission Auftrag Baskenland, die Pariserin. Ich weiß gar nicht, was hat denn der Chris gegeben? Sonst habe ich immer hier sein. Ich glaube, der hat noch nicht abgestimmt. Kann das sein? Ich glaube auch nicht, dass der abgestimmt hat. Ich habe aber nichtsdestotrotz, ich habe trotzdem angeklickt, dass ich den Film weiterempfehle, weil da war jetzt, wie gesagt, kein Ausfall, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, das kann man. Sondern, ja, war halt einfach für mich nicht so schön, wie es hätte sein können. Ich meine, da war selbst bei diesem Stiefilm oder so, da hat man noch mehr so von der Region mitbekommen. Wie hier. Na gut, aber dann, lass uns mal gut sein zum Thema die Pariserin, Auftrag Baskenland. Was sind denn die Sneak-Tipps für die nächste Woche? Also die Kinoleitung hat den Tipp rausgehauen, gewünschte Auszeit. Es gibt 4 Tipps, wobei 3 davon von dir sind, Erik. aber die Kathi, die tippt noch auf 3 Tage in Quiberon. Vielleicht spreche ich falsch aus, aber könnte sein. Klingt ja auch nach einer kurzen Auszeit vom Titel her schon. Da kommt direkt der Trailer. Ich habe jetzt nicht auf die Schnelle keine Filmbeschreibung, aber du hast noch getippt. Soll ich das auch vorlesen oder willst du selber vorlesen? Ich habe gerade mal ganz kurz dieses 3 Tage in Quiberon angeklickt. Da geht es wohl um Romy Schneider, die 1981 3 Tage mit ihrer besten Freundin Hilde in dem kleinen bretonischen Kurort Quiberon verbringt, um sich dort vor ihrem nächsten Filmprojekt ein wenig Ruhe zu gönnen. Trotz ihrer negativen Erfahrungen mit der deutschen Presse willigt sie ein in ein Interview mit dem Sternreporter Michael Jürgs, gespielt von Robert Quistek, und dem Fotografen Robert Lebeck, gespielt von Charlie Hübner. Aus dem geplanten Termin entwickelt sich ein 3 Tage andauerndes Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Journalisten und der Ausnahmekünstlerin, in das sich auch Romy Schneiders Freundin Hilde und Robert immer stärker involvieren lassen. Okay. Also auf jeden Fall von Pro Kino sehe ich hier. Die haben ja einige Filme in die Sneak gebracht bei uns. Könnte also doch sein. Passt eigentlich ganz gut. Ansonsten meine Tipps. The Florida Project, von wegen hier kleine Auszeit und so. Die sind ja da in einem Motel in Kissimmee, wo ich witzigerweise auch schon mal war. Also, weiß nicht. Aber da gibt es eine Story. Also Kissimmee liegt so zwischen Orlando und Cape Canaveral ungefähr.
so eine kleine ehemalige Indianerstadt und deswegen ist da auch so Glücksspiel erlaubt. Und wie es halt üblicherweise so ist, in solchen Gegenden, wo viel Glücksspiel erlaubt ist, ist auch die Kriminalität sehr hoch. Und wir haben dann so im kleinen Motel auch geschlafen, so im typisch amerikanischen, also irgendwo hingefahren. Und als ich dann früh mal Nachrichten geguckt habe, kam da gerade, war hier irgendwo hier dieser lokale Nachrichtensender zu Gange und dachte ich, das ist doch hier in der Nähe. Und da war tatsächlich irgendwie so ein paar Häuser weiter, das nächste Motel in der Straße, haben sie da irgendwie die Leute ausgeraubt. Unten einfach, die haben da nur so Papptüren, ne, so Holztüren, ne, einfach unten die Türen eingetreten, ne, und die Leute, die drin waren, einfach ausgeraubt. Und dann, da habe ich gedacht, okay, das ist meine Erfahrung mit Kissimmee. Aber Kissimmee hat auch einen schönen kleinen Vergnügungspark. Aber das dazu. Also Florida Project würde ich sehr gern sehen. Dann noch die Stieß in Paris, eine Familie auf Abwägen, weil das ist ja irgendwie der, ja, der eine Typ von den Stieß, der ist jetzt mittlerweile ein gefeierter Architekt und ist in Paris und hat sich total angepasst und spricht auch kein Dialekt mehr. Und dann hat er aber irgendwie einen Unfall, dass er wieder quasi rückfällig wird und deswegen vielleicht wegen Auszeit und so. Könnte sein. Vor uns das Meer hatte ich noch getippt. Warum, weiß ich jetzt nicht mehr. Das hat aber auch irgendwas. Ach doch. Warte mal, ich muss noch ganz kurz die Filmbeschreibung anklicken, weil das hatte ich mir, irgendwie hatte ich mir da auch was dabei gedacht. Außergewöhnliche Geschichte von Donald Crowhurst, gespielt von Colin Firth, genau, einem Amateursegler, der 1968 bei einem bestimmten Rennen angetreten ist. Und der alleine und ohne Zwischenstopp die Welt umsegelt. Also da gab es irgendwie einen privaten Vorfall, dass der irgendwie sich diese Auszeit da nehmen musste. Ja, so. Das könnte sein. Also, könnte aber alles passen irgendwie. Ein sehr vager Tipp diesmal. Naja. Schauen wir mal, was wir noch so haben. Ich habe nämlich noch einen Film geschaut. Ach, ich wollte eigentlich in der Zwischenzeit gucken, aber jetzt musste ich die ganze Zeit selber erzählen. Kannst du mal nachgucken, ob der Film einen Oscar gewonnen hat? Ich habe irgendwie das Gefühl hier. Und zwar habe ich. Also, er war auf jeden Fall nominiert. All the Money in the World. Alles Geld der Welt. Da spielt Christopher Plummer die Rolle, die eigentlich der andere hätte spielen sollen, der das nicht mehr spielt, weil wegen diesen Vorwürfen, na, Kevin Spacey jetzt ist mir eingefallen, habe ich so lange rundherum geredet, bis mir das eingefallen ist, eigentlich Kevin Spacey hatte die Rolle gehabt und dann ja, hat aber Christopher Plummer kurzfristig übernommen und solltest du es gefunden haben, grätsch einfach rein. Ich bin noch dabei, okay. Erzähl weiter. Das ist der neue Film von Ridley Scott, den ich deswegen per se schon mal anschauen musste, weil ich von Ridley Scott ziemlich viel halte, auch wenn er mich mit Prometheus sehr enttäuscht hat. Aber der hat mich mit den Marsianer wieder sehr stark begeistert und ja, ich hoffe mal, jetzt mal sehen, ihr werdet es gleich hören, wie ich All the Money in the World fand. In dem Film geht es um Jean-Paul Getty und der ist ein ziemlich reicher Typ gewesen. Es basierte alles auf wahren Begebenheiten. Und der hat sein Geld gemacht, indem er zum Beispiel auch in Saudi-Arabien als einer der ersten irgendwie Öl gefördert hat. Und da ist er halt wirklich zu großem Reichtum gekommen. Und mit diesem großen Reichtum kam natürlich dann auch immer mehr so ein bisschen, dass er sonderbarer wurde. Und es kamen natürlich immer mehr Leute zu ihm, die Geld von ihm wollten und er musste sich halt mehr oder weniger auch abschotten und sein Sohn, der war mal verheiratet mit einer Frau, die gespielt wird von Michelle Williams und die lässt sich aber dann irgendwann von dem Sohn halt scheiden und sagt, okay, ich will dein Geld nicht, also vergiss es, ich will einfach nur das Sorgerecht für meine Kinder haben und meine Ruhe haben. Und das wird so in Rückblicken auch erzählt. Und dann kommt es aber dazu, dass irgendwie Jahre später, nachdem sie schon lange keinen Kontakt mehr hat zu dem Schwiegervater, ja, Schwiegervater, genau, dass ihr Sohn entführt wird in Italien, wo sie auch irgendwie lebt. Und der Erpresser will 17 Millionen Dollar dafür, dass er sicher zurückkommt. Oder die Truppe, die den entführt hat, sagen wir es mal so. Und sie hat natürlich überhaupt kein Geld. Das ist ihr Problem, weil sie hat ja gesagt, sie will da kein Geld. Und
Der Sohn hat aber halt immer noch den Namen auch. Es heißt halt Jean-Paul Getty III. Und er wird natürlich mit dem Namen assoziiert, dass da Geld ist, ne? nach dem reichsten Mann der Welt fast damals. Und sie weiß nur nicht, was sie machen soll. Sie versucht es dann und sie wendet sich halt doch irgendwie an ihren ehemaligen Schwiegervater, mit dem sie aber da nicht im Guten auseinandergegangen ist. Und er zeigt aber überhaupt kein Interesse dran. Und sie versucht erstmal selber er schickt ihr jemand, gespielt von Mark Wahlberg, der für die Organisation von Paul Getty immer mal solche Verhandlungen geführt hat, auch so schwierige Sachen, auch so. Und der verhandelt dann mit den Entführern. Und das klappt aber alles nicht so richtig, es geht nicht so richtig voran. Und er kann sie zwar runterhandeln, die Entführer, auf niedrigeres Lösegeld. Und parallel dazu sehen wir noch sehr viele Geschichten, wie halt ermittelt wird bei der Polizei und wie die dann versuchen, die zu finden. Und dann kommen sie denen auch mal ein bisschen auf die Spur, den Erpressern, weil die versuchen, denen auch Fallen zu stellen. Aber die verkaufen dann ihre Geisel an eine andere kriminelle Gruppe da, die dann die Geisel behält. Ja, also ganz, ganz verworrene Geschichte. Und parallel halt immer noch das Thema mit dem Verhältnis zu ihrem Schwiegervater, mit dem schwierigen Verhältnis, was aber auch sehr gut erklärt wird, warum das so ist und warum er so reagiert und was er dann teilweise auch für absurde Forderungen stellt. Und ich fand extrem spannend den Film, obwohl das eher so ein Ermittlungsding ist und man erfährt halt durch die Rückblenden, warum jetzt die Personen so agieren, wie sie agieren. Also manchmal wird einem das nicht gleich so klar und man denkt, ah, okay, so und so, sondern man erfährt dann manchmal später erst eine Rückblende, man wundert sich, ah, warum hat der jetzt das gemacht? Und dann kommt irgendwann eine Rückblende und erfährst, ah, okay, als damals ist irgendwie mal so und sowas passiert. Und ja, die Entführer, die lassen dann halt auch nicht mit sich spaßen und schicken dann halt auch Körperteile, wie ein abgeschnittenes Ohr und so weiter, als es dann nicht vorwärts geht mit ihrem Lösegeld, ne? Und ja, vielen Dank, du hast mir gerade geschrieben. Also hat keinen Oscar bekommen, war aber nominiert. Ne? Also ich glaube, Christopher Plummer war nominiert. Da wird es einem dann halt schon ganz mulmig, weil die Mutter, Michelle Williams, spielt das auch wieder so gut. Also ich meine, die kann natürlich gar nichts machen. Ja, die soll irgendwie 17 Millionen Lösegeld bezahlen, hat aber kein Geld und von ihrem Sohn werden ihr Körperteile zugeschickt, weil da nichts passiert und so. Und die Erpresser, die drohen immer mehr, drohen dann irgendwie eine Hand oder einen Fuß abzuschneiden und sowas. Boah, das ist ganz, ganz furchtbar. Und man kann sich da richtig gut reindenken. Und da ist so viel Druck in der ganzen Geschichte drin. Und man hofft die ganze Zeit irgendwie, dass es gut ausgeht. Und man hat aber irgendwie das Gefühl, eigentlich kann das nicht gut ausgehen. Und ja, ziemlich treibender Film. Für mich war aber jetzt nicht ganz so perfekt. Er geht doch sehr, sehr lang. Es wird halt sehr viel erzählt auch in dem Film. Aber ist für mich jetzt kein wirklich hundertprozentig perfekter Film. Aber ich gebe trotzdem 7,5 von 10 Punkten. Hätte mich auch gewundert, wenn der einen Oscar... Also Schauspieler, Christopher Plummer, ja. Aber so der Rest, nee, war jetzt nicht so Oscar-reif oder Oscar-würdig. Golden Globe hat er gewonnen, aber keinen Oscar. Golden Globe für was? Ich glaube, bester Hauptdarsteller. Ach so, Christopher Plummer. Ah, okay. Ja, genau. Also der spielt wirklich großartig. Wenn man bedenkt, dass er sich ja gar nicht so richtig reinarbeiten konnte in die Rolle, sondern einfach ja, fast sofort loslegen musste eigentlich. Ne? Mhm. Ja. Und das merkt man überhaupt nicht, dass da irgendwie die Szenen, also das ist alles völlig, völlig seamless ineinander, also völlig nahtlos. Nee, also guter Film, definitiv, sollte man mal geguckt haben, aber kein hundertprozentig perfekter Film. So, du hast, was ist hinter Tor 3? Da ist Ragnarok. Ragnarok. Ragnarok heißt übrigens, Moment, ich habe nachgeguckt, das wird auch immer wieder erwähnt, heißt Götterdämmerung. Ah. Mhm. Also, ich habe Tor 3 geguckt. Tag der Entscheidung ist der deutsche Zusatztitel. Im Amerikanischen heißt es einfach nur Tor Ragnarok.
Wir haben hier wieder Chris Hemsworth, der, ja, wenn wir uns zurückerinnern, im letzten Thor, beziehungsweise Avengers, ich überlege gerade, weiß nicht mehr, immer wieder so Träume hat, also ja, Albträume, dass Asgard in Flammen steht klar, als Sohn des Odin muss er natürlich alles dafür tun, dass seine Träume und Vorahnungen nicht wahr werden. Und so beginnt der Film, dass er in einem Käfig sitzt, gefesselt mit Eisenketten und ohne seinen Hammer und unterhält sich mit einem Skelett, wie er denn da hingekommen ist. Und dann geht plötzlich dieser Käfig auf und er stürzt quasi in diese Ketten gefesselt herunter und es steht vor einem riesigen, ja, so ein Lava-Teufelsviech, ja, wo er halt am ehesten darauf geschlossen hat, dass er der Grund sein könnte, warum Asgard später mal in Flammen stehen soll. Und da will er das verhindern. Also besiegt er, versucht er ihn zu besiegen und er muss ihm so quasi diese Hörner oder diese Maske, die er trägt, abreißen. Und dann ist er vernichtet, irgendwie so. Ne? Das schafft er und dann geht er mit der Maske zurück nach Asgard, um dort die Maske in sichere Verwahrung zu geben und trifft dort auf seltsame, ja, sagen wir mal, Vorkommnisse. Alles ist ein bisschen komisch, alles ein bisschen seltsam. Und er entlarvt dann auch relativ schnell seinen Bruder, der nicht wie gedacht tot ist, aber das ist kein Spoiler, weil er ist auf allen Filmplakaten und es ist bekannt, dass er nicht tot ist. Und er entlarvt seinen Bruder, der quasi sich da hat feiern lassen und ein bisschen die Geschichte ein bisschen verdreht hat. Genau. Und die beiden glauben dann erstmal, dass das abgewendet ist, dieses Ragnarok. Ist aber leider fehlgeschlagen, denn es kommt eine übermächtige und erbarmungslose Kate Blanchett dazu. Die spielt die Hela. Die ist die Göttin des Todes und sie übernimmt Asgard. Also treibt alle Odin-Söhne quasi aus Asgard und übernimmt diesen Planeten, nenne ich es jetzt mal. Ist ja nicht wirklich ein richtiger Planet. Genau. Und will über ja, alles herrschen und will halt über dieses Portal, was die dort haben, in die anderen Welten reisen und alles an sich reißen und alle, die sich nicht ihr unterwerfen, niedermetzeln. So, darum geht's. Okay. Um die quasi diese Hela zu besiegen. Und das passiert auf eine sehr, sehr tolle Art und Weise, muss ich sagen. Es kommt auch wieder kein Spoiler, es ist Hulk dabei. Thor findet nämlich raus, wo Hulk geblieben ist. Hulk verschwindet nämlich bei dem Avengers-Film, wo die Stadt da kaputt geht, wo die versuchen, diese Stadt zu retten und dann aber alles in die Hose geht quasi. Danach ist Hulk nämlich verschwunden, falls ihr euch erinnert. Er findet ihn und er findet raus, wo er ist und was passiert ist. Und das ist auf eine ziemlich coole Art und Weise dargestellt, möchte ich aber nicht verraten, wie. Des Weiteren gibt es einen sehr, sehr, sehr lustigen Gastauftritt. Das sind wirklich nur so 10 bis 15 Sekunden. Und ich musste so lachen. Ich habe ihn sofort erkannt. Es war sehr cool. Es ist ganz am Anfang, als Thor zurück nach Asgard kommt und eben seinen Bruder Loki entlarvt, dass er da ein falsches Spielchen treibt. Da kommt noch so ein lustiger Gastauftritt. Verrate natürlich nicht, wer das ist. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Und ja, es ist ein Spektakel. Es ist, finde ich, fast das beste Tor, weil er so im Weltraum spielt. Ja, also die sind ja auf diesen verschiedenen Planeten unterwegs, haben Raumschiffe und cruisen da durch die Gegend und versuchen Asgard zu retten. Und Loki ist halt wie immer, mal ist er auf der guten Seite, mal ist er auf der schlechten Seite, dann besinnt er sich wieder und hat denkt, ja, ich will ja auch Asgard retten und nicht irgendwie gegen meinen Bruder vorgehen. Also es ist immer so ein Hin und Her zwischen Loki und Thor, wie immer halt. Es ist sehr, sehr spannend, es ist sehr bunt, er ist sehr witzig, muss man sagen. Er ist sehr lustig.
Also Thor reißt da schon ganz schön geile Sprüche, aber es ist auch nicht zu viel. Also ich fand's ziemlich cool. Ich sage, das ist der beste bisher von den vorigen zwei Teilen. Das ist der dritte jetzt wirklich der beste. Ist jetzt auch die abgeschlossen. Ja, also Thor ist als Einzelfilmreihe erstmal abgeschlossen. Ja, mit dem dritten Teil, die nächste Appearance ist erst wieder in Avengers, Infinity War. Was gibt es noch zu sagen zu dem Film? Cate Blanchett sieht nicht aus wie Cate Blanchett. Ich weiß nicht, was sie mir da angestellt haben. Sie sieht nicht aus wie sie selbst. Ob das Absicht ist, weiß ich nicht. Ich habe sie auf jeden Fall. Hätte ich nicht gewusst, dass es Cate Blanchett ist, hätte ich sie nicht als Das ist die diese mit dem erkannt. Geweih. Was Ja. auf dem Ja. DVD-Cover ist irgendeine mit einem Ja, Geweih. genau. Ja, das ist, also sie, war das Einzige, was mir tierisch auf die Nerven ging, weil sie hatte immer so mit magischer Art und Weise, sie hatte so lange schwarze Haare und wenn sie quasi so in Kampfmodus gegangen ist, dann hat sie sich, wie als würde man sich die Haare vom Gesicht nach hinten wischen. Und dann hat sie halt immer so dieses über die Haare wischen gemacht und es ist aus ihren Haaren dieses Geweih geworden. Das war ein bisschen nervig. Weil das ist echt, glaube ich, 8, 9 Mal in dem Film passiert. Aber, ja, mein Gut, das ist halt ihre Art, ihre Kampfrüstung anzuziehen oder was weiß ich. Ja, aber wie gesagt, ich habe sie nicht als Cate Blanchett erkannt, das war der Witz dran. Ja, ansonsten, wir haben, es gibt am Ende vom Doctor Strange, gibt es ja immer so ein, es gibt ja nach den Marvel-Filmen immer so ein Endcredit, wo noch so ein kleiner Hinweis auf den nächsten Teil kommt. Wer den Avengers-Film, nee, den Doctor Strange-Film gesehen hat, weiß, welche Szene ich meine. Und die taucht tatsächlich auch wieder in Thor auf. Also die nehmen das nochmal auf, quasi, dieses Ende von Doctor Strange und führen das noch ein Stück weiter. Und dann, also Gastauftritt Strange ist auch dabei, was ich auch cool finde. Okay. Ihr habt das auf Blu-ray geguckt, die ist ja schon erschienen oder habt ihr Ja, also wir haben es Select? bei auf Amazon gekauft. Ah, okay. Also Man konnte ja ausgeliehen. noch nicht leihen. Nein, man konnte noch nicht leihen. Wir haben ihn gekauft. Ja. Als digitaler Download. Okay. Achso, das müsst ihr ja dann hier auch mit. Ach, hier Amazon Video, Tor, Tag der Entscheidung. Kaufen in HD. Okay. Ja, bitte. Haben wir gemacht. Sogar 2 € billiger, als wenn man die Blu-ray kauft. Ja, Wahnsinn, gell? Ja. Wir hatten irgendwie Bock auf den Film, da haben wir gesehen, dass man ihn nicht leihen kann. Hat mich Und eh dann gewundert, dass ihr den noch haben wir ein nicht bisschen, geguckt hattet. ja, also wir haben ein bisschen rum und um gemacht, haben überlegt, ach, gucken wir einen anderen Film, der frei verfügbar ist oder im Prime ist oder sowas. Aber dann haben wir uns auf nichts einigen können, weil wir hatten noch zwei Bekannte zu Besuch. Und da konnten wir uns irgendwie nicht so wirklich einigen. Und ich hatte mich irgendwie schon so auf Thor eingeschweißt. Hatte da richtig Bock drauf, den anzugucken. Und dann haben wir gesagt, ist doch egal. Ob wir jetzt die Blu-ray irgendwann kaufen oder jetzt den digitalen Download. Was soll's. Ich will ihn eh noch mal sehen. Um noch Da. so ein paar kleine versteckte Details zu erhaschen. Okay. Also, kannst du Absolute empfehlen, Empfehlung. Tor 3. Ja. Ich habe auch nur Gutes gehört bis jetzt. Ja. Nee, er ist wirklich gut. Also. Einen Film habe ich auch noch geschaut, gestern Abend auf Sky, nämlich Schatz, nimm du sie. mit Caroline Kebekus. Und Den haben wir das nie gesehen. da ich nicht. Ja, aber den hatten wir das nie. Also ich erinnere mich noch dran, ja. Okay. Ich hatte Ja. nicht, also ich war da nicht irgendwie, oder Urlaub, Ja. keine Ahnung. Kann sein. Jedenfalls Regie Sven Unterwald, der ja in seiner Vita solche Highlights stehen hat wie Sieben Zwerge, Männer allein im Wald, Siegfried oder U900 oder Otto's 11. Ja, oder Hilfe, ich habe die Lehrerin geschrumpft. Antonio, mir schmeckt Schlumpft. geschlumpft, genau. Und wir schlumpfen gleich mal weiter zu Schatz, nimm du sie. Also, haben wir da auch schon mal hier in der Sendung Ja, besprochen? ich meine Hat nichts. sogar. Okay, dann da wäre Ich ich es nochmal. recherchiere mal, du Dann. redest weiter. Ja, ansonsten mache ich es nochmal kurz. Ich glaube, die Story passt auch mehr oder weniger auf den Bierdeckel. Caroline Kebekus und Maxim Mehmet, die sind ein Paar, die sind verheiratet, die haben 2 Kinder. Und die eine, die Tochter, die ist schon so ein bisschen im pubertären Alter. Der Sohn, der ist ein bisschen jünger. Und ja, zu Hause, pff,
Die beiden Kinder sitzen nur noch mit dem Smartphone am Tisch, unterhalten sich nicht mehr und irgendwie. Jedenfalls ist es dann so, der Mann, der hat eine Affäre auf Arbeit und will sich trennen und die Frau, die Caroline Kebekus, hat auf ihre Arbeit auch ein Angebot bekommen, dass sie nach Malta gehen kann. Die baut nämlich solche Windräder auf, beruflich, und dass sie da nach Malta gehen kann, dass da eine Projektleiterin gesucht wird, dauerhaft, und da es wäre ein Schub für ihre Karriere. Und jetzt kommt das halt dazwischen, dass sich ihr Mann von ihr trennen will, dass er die Scheidung will, weil da geht es um das Thema mit den Kindern. Ja, wer bekommt die Kinder? Ja. Und er, also der Mann, will die Kinder auch nicht haben, weil ihm stehen die Möglichkeiten offen, dass er mit seiner neuen Flamme irgendwo nach Haiti in ein Krankenhaus gehen kann. Also der ist nämlich Kinderarzt, und sie hat, wie gesagt, das Angebot für diesen Job in Malta, und keiner kann eigentlich jetzt mit diesen Kindern was anfangen. Jeder würde eigentlich hoffen, dass der andere die nimmt. Und so entspinnt sich dann auch so ein Kleinkrieg, wo jeder den Kindern irgendwie klar machen will, dass es besser wäre, bei dem anderen Elternteil zu bleiben. Also die haben dann auch miteinander sich das so ausgedacht. Sie lassen die Kinder entscheiden, bei wem sie halt bleiben wollen. Der muss halt seine Zukunftspläne anpassen. Und der andere kann halt dann machen, was er will, um seine Träume zu verfolgen. Und daraus entstehen teilweise die absurdesten Situationen, dass dann, was weiß ich, die Mutter geht dann mal mit auf die Party von der Tochter und blamiert die da übelst peinlich und so. Und lauter so eine Dinge, also richtig viel Fremdschämen dann auch. Das Ganze wird nur dadurch gerettet, dass Caroline Kebekus halt so unheimlich sympathisch ist. Weil ansonsten wäre dieser Film nahezu unerträglich. Und auch der Maxim Memet, den ich vorher noch nicht gesehen hatte in irgendeinem Film, der spielt das auch sehr, sehr gut, finde ich. Ansonsten wäre der Film wirklich nur schwer erträglich gewesen, was da alles so abgezogen wird. Das ist teilweise so drüber und so, dass man sagt, oh, das würde nie würde das irgendjemand machen. Ja, also von daher, nettes Filmchen. So richtig empfehlen kann man es nicht, aber ja, weiß nicht, wer es... Wer erstmal gucken will, wer Caroline Kebekus mag, den Humor, der kann da mal reingucken. Hast du mittlerweile gefunden, ob wir da mal? Ja, 12. Februar 2017, Folge 458. Tatsächlich. Haben wir darüber gesprochen. Wir hatten da unter anderem auch den Lego Batman Movie und Lion besprochen. Und wir hatten Punkte gegeben. Lass mich gucken. Der Chris hatte 6 Punkte gegeben. Wenn du jetzt noch sagst, dass ich 7. Punkte gegeben habe für den Film, also dass ich den gesehen habe. Nee, du hast ihn nicht gesehen. Okay. Du hast den Lego Batman Movie nur bewertet. Da waren wir da auch zusammen drin. Da kann ich mich erinnern. Ja. Da hast du auch das Set-Visiting von A Cure for Wellness besprochen. Aha, aber deswegen war ich nicht in der Sneaker, ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Das ist ein Elternabend oder so. 16.02. Kann natürlich sein. Kann ich jetzt so weit hier nicht mehr nachvollziehen. Ach stimmt, da sind hier die Bilder drin. Ich habe auch gerade den Beitrag. Ja, Schatz, nimm du sie. Was hattet ihr? Oh, ihr habt doch. Also ich hatte 6. Nee, Chris hatte 6, ich hatte 7. Ich gebe 4. War das schon lustig. Oh. Ich gebe 4 Punkte. Ach nur? Ja. Wie gesagt. Das war schon witzig. Nee, nicht wirklich. Also, ich glaube, der Unterschied ist halt, dass du Kinder hast. Ja, genau. Also da sind Sachen, die würdest du einfach mit Kindern nicht machen. Also selbst wenn du die wirklich irgendwie, nee. Der logische Verstand sagt mir das natürlich auch, und ich bin noch nicht Mutter oder so. Ne? Also, aber trotzdem, es war schon witzig. Es kann natürlich auch sein, in der Sneak entsteht ja auch manchmal so eine besondere Stimmung. Ne? Wenn dann irgendwie alle irgendwie sich da wegschmeißen vor Lachen, dann findet man es auch lustig, obwohl es eigentlich gar nicht so lustig ist. Das kann natürlich auch sein, aber wir haben es hier nur zu Hause zu zweit geguckt und da war es so, ja, okay. Und okay. Ja, also Schatz, nimm du sie, läuft gerade auf Sky, wer da mal reingucken will, wer nicht zu sehr abgeschreckt ist von dem, was ich gesagt habe, ja, kann da mal reingucken. Und eventuell läuft ja auch was Neues im Kino an. Kino, Charts und Neustarts. Wir beginnen wie immer mit den Charts hier. Und übrigens, dieser Film hier, der ist auf Platz 23. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Fresh Torge und ihr könnt mich bald im Kino sehen, im Film Heilstätten. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung KinoCast. Ah.
Platz 23 nur noch, geht da alle mal noch rein, damit sich der Fresh Talk wieder freut. Und wir machen weiter mit Platz 10, also 13 Plätze höher. Shape of Water, das Flüstern des Wassers. Hat jetzt nicht so den richtigen Oscar-Schub bekommen oder vielleicht hat sie... Unsäglich. Unsäglich, wie der einen Oscar gekriegt hat, ich verstehe es nicht. Ich kann zumindest, also wenn man sich so ein bisschen rein... Ich hatte mal so einen Beitrag gesehen, wie das Voting abläuft, ja. Dass eigentlich es gewinnt nicht der Film, der von den meisten als der beste Film gewertet wurde, sondern es gewinnt der Film, der von den meisten überhaupt eine Stimme in irgendeiner Form, in irgendeiner halbwegs guten Form bekommen hat. Das heißt, es kann zum Beispiel auch sein, dass, was weiß ich, der Chris könnte es wahrscheinlich jetzt etwas besser mit seiner als Mathelehrer, aber wenn jetzt irgendwie so. Ich sag mal im Kleinen, wenn jetzt 10 Leute für einen bestimmten Film abgestimmt haben als bester Film und haben dem wirklich die allerbeste Note gegeben, 1 plus mit Sternchen oder irgendwas, ich weiß nicht, wie das Ranking-System bei denen ist, und weiß nicht, 20 Leute haben jetzt Shape of Water eine durchschnittliche Wertung gegeben, dann gewinnt Shape of Water. Irgendwie so ist das Wertungssystem. Weil er mehr Stimmen hat, oder was? Ja, weil er mehr gute Stimmen hat. Also letzten Endes gewinnt der, wo sich die meisten so halbwegs drauf einigen können. Ja, also nicht was... Sollte sich die Academy aber nochmal überdenken. Ja, nicht was zu sehr polarisiert oder so. Ja. Also hat jetzt auch nicht so den richtigen Oscar-Boost bekommen, jetzt Platz 10 nur noch. Platz 9, sogar wenn die 2, Freundschaft für immer ist besser, hier in Stuttgart zumindest. Platz 8, Die kleine Hexe. Platz 7, Vielmachglas. Platz 6, Biene Maja, Die Honigspiele. Platz 5, 50 Shades of Grey, Befreite Lust. Platz 4, Die Verlegerin, sehr empfehlenswerter Film, unbedingt reingehen. Platz 3, Game Night, auch sehr empfehlenswerter Film. Platz 2, Red Sparrow, wahrscheinlich ein sehr empfehlenswerter Film, kenne ich leider noch nicht, aber ich glaube, der ist gut. Und Platz 1, höre ich nur Gutes davon, bis auf, nicht nur Gutes, aber zumindest in letzter Zeit habe ich viel Gutes gehört über Black Panther. Ja, da haben wir auch nachher noch einen Kommentar dazu. Wir machen mal weiter in die Vorschau, was jetzt anläuft. Da läuft diese Woche an, am 15.03. der Film Winchester, das Haus der Verdammten. Den hatten wir ja letzte Woche in der Sneak Preview besprochen. Weiterhin läuft noch an Tomb Raider, der neue Film, diesmal mit Alicia Vikander. Und das basiert wohl diesmal auf dem zuletzt erschienenen Videospiel, so von der Story her. Und ich glaube, da gehe ich mal ins Kino. Ich glaube, der interessiert mich. Ich bin ja eh so Tomb Raider-Fan. So. Habe ja damals die ersten Spiele hier auf PlayStation und so. Auf PlayStation 1 damals noch. Ja. Und ehrlich, interessiert mich auch, weil es nicht die komische andere ist. Und wie heißt sie? Ja, es ist nicht Angelina Jolie. Und genau, ich mag Angelina Jolie nicht. Und, ja. Ich finde es cool, dass es eine andere ist. Und deswegen habe ich jetzt Bock, den zu gucken. Das ist ja die von Ex Machina und so. Also die ist schon, die ist cool. Also da, und der Trailer hat mir auch sehr gut gefallen. Habe ich letztens irgendwo gesehen. Na, mal gucken, ob ich es irgendwie schaffe. 5 Freunde und das Tal der Dinosaurier. Ein Abenteuer für die ganze Familie nach den Charakteren von Enid Blyton, die sich diesmal auf die Suche nach dem sagenumwobenen Tal der Dinosaurier begeben. Dann startet noch Der Hauptmann. Das hatte doch auch irgendjemand getippt hier auf den Tipp diese Woche, oder? War das nur mündlich? Ich weiß gar nicht. Irgendjemand? Schwarz-Weiß-Kriegsfilm über einen Gefreiten, der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in eine Offiziersuniform schlüpft und grausame Verbrechen begeht. Ja, vielleicht so eine Auszeit nehmen oder so. Ja, könnte ja passen. Irgendjemand hatte das. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Maria Magdalena startet auch noch. Mit Joaquin Phoenix als Jesus Christus und Rooney Mara als Maria Magdalena, die Jesus folgt, als Frau bei seinen Jüngern aber umstritten ist. Oh, kein Film für mich, also. Feierabendbier mit Julia Dietze und Christian Tramitz. Ein gestohlenes Auto, die Identitätskrise eines Barkeepers und viel Bier. Das ist das Spielfilmdebüt von Ben Brummer und ein Trip durch die Kneipenszene von München. Es startet auch noch dieser Film, den ich vorhin schon erwähnt hatte bei den Tipps, nämlich das The Florida Project. Sozialdrama des gefeierten Regisseurs Sean Baker um ein 6-jähriges Mädchen, das gemeinsam mit seiner Mutter in einem Motel im Sonnenstaat Florida lebt. Loveless,
ein kompromissloses Beziehungsdrama vom gefeierten Regisseur von Leviathan über ein Paar, das sich scheiden lassen will und darüber das eigene Kind verliert. Was haben wir hier noch? Rückenwind von vorn. Deutsches Drama von Regisseur Philipp Eichholz um eine junge Berliner Lehrerin, die sich mit den Schwierigkeiten des Erwachsenseins auseinandersetzen muss. Puh. Okay, und das läuft nicht bei uns und das auch nicht. Okay. Naja, ist ja zumindest mal ein buntes Programm da. Also von den Sachen, die jetzt noch laufen und die Sachen, die in den Charts sind und die Sachen, die neu anlaufen, müsste eigentlich für jeden was dabei sein fast, ne? Mhm. Ja. Jetzt bin ich ja gespannt, ob es heute was in der Rätselecke gibt und ob da vielleicht jemand was geschrieben hat. Rätselecke. Also ich hatte keine E-Mails bekommen. Also entweder ist irgendwas falsch, also ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass mir keiner geschrieben hat. Ja, ich weiß, es war eine Woche Pause dazwischen, dass ich da war, aber trotzdem habe ich nichts bekommen. Traurig. Deswegen hatten wir letzte Woche, wir haben auch keins gemacht, weil wir gesagt haben, wenn hier keiner mitmacht, dann wir können ja heute, hast du eins parat? Ja. Na dann, schieß los. Vier Typen, ein Trip, denn ihr psychisch labiler Kumpel hat seine Tabletten abgesetzt und taumelt von einer Wahnsinnsaktion zur nächsten. Gemeinsam wollen die Freunde ihn in eine Klinik nach Arizona bringen. Ich weiß es. Giraffe, sage ich nur. okay, ich habe noch ein Filmzitat. Mal gucken, wer das rauskriegt. Bitte legen Sie alle Metallgegenstände ab. Oh, scheiße. Das ist ein bisschen schwieriger, aber könnte man gesehen haben. Ist ein sehr bekannter Film. Wenn ihr was davon erkennt, das Zitat oder den Film, den die Kate beschrieben hat, dann schreibt doch mal der Kate eine Mail an kate@kinocast.net. Sie macht nämlich die Auswertung. Kate mit K. Mhm. Und dann gucken wir mal, wer da was richtig geraten hat. Jawohl. So, wir haben Kommentare bekommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier. Jetzt habe ich hier nämlich den Schatz nimm du sie von letzten Jahr offen hier. Wir haben interessante Kommentare bekommen zum Film Winchester, das Haus der Verdammten. Zum einen hat dir Thomas gute Besserung gewünscht und danke. Er hat das Ende der ersten Staffel von Star Trek Discovery nachgeholt, war überwältigt und zu Orwell sagte, er findet zwar das Genre nicht neu, überzeugt aber durch Stilsicherheit und zurückhaltenden, passenden Witz. Finde ich auch, ist cool. Die Steff hatte in der letzten Woche den Film Arthur and Claire in der Sneak. Nee, Arthur und Claire heißt es wahrscheinlich. Es geht um den Österreicher Arthur, gespielt von Josef Hader, der wegen der in Österreich verbotenen Sterbehilfe nach Holland kommt. Dort verhindert er zufällig den Selbstmord der Holländerin Claire. Zusammen verbringen sie dann eine Nacht in Amsterdam. Trotz des schweren Themas ist der Film wirklich witzig. Es gab auch sehr viele bewegende Szenen, bei denen sie ein Tränchen im Auge hatte. Auch wenn es ein deutscher Film ist, kein Österreicher, okay, hat er ihr wirklich gut gefallen. Sie ist etwas voreingenommen, weil der Film in Holland spielt. Und sie hat dort 3 Jahre lang 40 Kilometer entfernt gewohnt, in Amsterdam nämlich. Sie hat da bei der Raumfahrtagentur gearbeitet, wenn ich es verraten darf. Und ihr hat besonders gefallen, dass Holland und die Menschen dort so realistisch dargestellt waren. Es ging nicht nur um Klischees, auch wenn es damit sehr gut gespielt wurde. Es wurde sogar wie selbstverständlich vor dem Busfahren die OV-Card aufgeladen, die dann im Bus benutzt wurde. Das sind alles so kleine Details, die das alltägliche Leben zeigen. Und so weiter und so fort. Die ganze Kritik könnt ihr euch mal durchlesen. Sie gibt auf jeden Fall 8,5 von 10. Das lese ich jetzt nicht. Das ist niederländisch. Das kann nur schief gehen, wenn ich das jetzt vorlese. Der Thomas hat auch noch Black Panther gesehen. Der Film ist gekonnt inszeniert, besitzt atemberaubende Landschaftsaufnahmen und verarbeitet viele Konfliktthemen. Bietet viel Kultur, passende Komik und interessante Ideen. Sogar Andy Serkis spielt überzeugend den zweiten Bösewicht im Film. Aber der Film bringt nicht viel Neues. Die Story ist über weite Strecken ziemlich vorhersehbar. Gibt trotzdem 7 von 10 Punkten. Klingt doch auch ganz gut. Und der Rainer hat sich auch mal wieder gemeldet nach längerer Zeit. Der hat nämlich mal eine Frage an uns. Und als ich das heute gelesen habe auf der Heimfahrt vom Stadion,
auf meinem Handy. Habe ich schon überlegt, ich kenne die Szene auch, ich kann die aber gerade nicht zuordnen. Und zwar ein fröhliches Hallo an das Forum. Vielleicht kann mir jemand mit einem Filmtitel helfen. Jetzt hört mal zu, liebe Hörer, vielleicht könnt ihr dem Rainer nämlich helfen. In dem Film kommt relativ früh eine Szene vor, die in einem Vortragsraum, Ballsaal oder Offiziersmesse spielt, wo sich Militärs mit Ehefrauen befinden. Plötzlich piepst ein Pager oder was auch immer der Hauptperson, die daraufhin von einer Bedrohung erfährt. Aliens, Russen, Komet oder irgendwas. Sie blickt auf und sieht, dass alle Pager im Raum piepsen und sich die Militärs aufgeregt nach draußen begeben. Welcher Film ist das? Er hat ihn mindestens zweimal gesehen, kann sich aber nicht dran erinnern, wie der genau jetzt hieß. Vielleicht weiß das jemand. Ansonsten, wenn ihr jetzt nicht mitgekommen seid beim Zuhören, dann guckt einfach nochmal auf kinocast.net bei dem Kommentar zu Winchester. Ich hatte auch überlegt, also wo es auf jeden Fall so ähnlich ist, ist ja bei Arrival. Macht ja diese Vorlesung, aber das meint er bestimmt nicht, wenn er den zweimal geguckt hat. Und Militärs mit Ehefrauen, ich denke mal, das könnte eher fast sowas sein. Das klingt ja eher so nach so einem Gala-Dinner oder sowas. Wo die ich würde mal so in die Richtung gehen, Independence Day, Deep Impact und was es da alles so gab, Armageddon oder so. Ich würde irgendwie in diese Richtung gehen, Pager und so, das würde auch so zeitlich noch reinpassen in diese Zeit. Tja, aber vielleicht weiß es jemand von den Hörern. Ich habe da auch vorhin ein bisschen überlegt, aber bin nicht so richtig da drauf gekommen. Bin gespannt. Vielleicht fällt es irgendjemand ein, was es sein könnte. Na gut, dann war es das auch schon mit den Kommentaren hier. Und ich werfe mal einen Blick rein, was unsere lieben Spender ausgegeben haben in der letzten Woche. Über unsere Amazon Affiliate Links. Und zwar, ach ja, muss. Ein Logitech Z150 Speaker. Was ist denn das? Ein Lautsprecher? Ach so, für den Computer. Hier so ein paar Lautsprecher. Und ein Bluetooth-Empfänger, ein Drahtlos-Empfänger. Mhm. Hat auf der einen Seite so einen Klinkenstecker und auf der anderen Seite irgendwie so einen Bluetooth-Sender. Ja, das hat jemand. Oder haben zwei Leute oder einer bestellt über unsere Amazon Affiliate Links und damit den Kinocast ein bisschen unterstützt. Denn mit den Links, die wir so auf kinocast.net haben, da verdienen wir kleine Amazon-Provisionen, wenn ihr darüber was bestellt. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch immer noch an den Jürgen, dessen Spende, PayPal-Spende immer noch dafür sorgt, dass wir quasi jetzt in dem ersten Halbjahr, dass die Serverkosten gedeckt sind. Ja, jetzt habe ich mir nämlich den Namen hier mal reingeschrieben ins Formular. Zum Dank. Das können wir dann immer so machen. Hier die Kollegen von Rund um den Brustring Podcast, die haben ja auch so verschiedene Spender-Level. Dann gibt es dann auch so, die machen das über Patreon irgendwie. Wer da so und so viel, wer 1 Euro im Monat spendet und wer 5 Euro, da wird dann auch dem sein Name immer genannt und so. Ja, vielleicht machen wir auch mal sowas, mal gucken. Jo, ansonsten, wenn du nichts weiter hast? Nee. Okay, dann ja, schauen wir mal, was morgen uns in der Sneak erwartet und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder, liebe Hörer. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ratet mit, schreibt die E-Mails an kate@kinocast.net und ansonsten schöne Kinowoche. Bis dann, tschüss. Macht's gut, tschüss. Bis bald im Kinocast.